Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Ich bin Anja und ich nehme dich heute wieder mit zum Basteln. Ich habe mir überlegt, ich will mit dir noch eine kleine Verpackung vorbereiten. Und zwar eine sogenannte Sour Cream Box. Und wenn du Lust hast, dann bleib doch dran. Los geht's! Also was ich mir vorgenommen habe einzupacken, siehst du schon da oben, nämlich ein paar Pralinen, die packe ich auch mal beiseite. Und alles, was du dazu brauchst, ist eigentlich nur ein Stück Papier. Ich habe mir trotzdem aus dem Garten-Eden-Set noch die Stanzen rausgesucht und werde mir dafür noch ein bisschen Deko stanzen. Und ich habe mir hier noch ein bisschen Garn zur Seite gelegt, das werde ich auch zum Dekorieren verwenden. Aber eigentlich brauchst du nur ein Stück Papier. Ich nehme hier ein Stückchen Designerpapier. Du kannst aber auch einfach normalen Cardstock nehmen und den zum Beispiel bestempeln mit einem schönen Motiv oder ähnliches. So, das Erste, was du wissen musst, ist natürlich, wie groß soll deine Box sein? Und wie bei allen anderen Boxen, die ich dir zeige oder gezeigt habe, versuche ich eigentlich auf exakte Maße zu verzichten, damit du das für dich selber anpassen kannst. Ich habe mir kurz ausgemessen, wie groß denn meine Box ungefähr sein muss. Wenn ich die Praline da reinpacken will, dann brauche ich, naja, so gute 5 cm auf 3,5, damit das gut reinpasst. Und meine Sour Cream Box muss ein kleines bisschen größer sein. Einfach, weil die Sour Cream Box, vielleicht hast du sie schon mal gesehen, verdreht, verschlossen ist. Das heißt, ich brauche einen Zentimeter für die Verschlüsse und ein kleines bisschen Spiel. Dadurch, dass meine Praline rund ist, macht das nichts. Das passt dann schon ganz gut. Wenn du was Eckiges verpackst, dann achte einfach darauf, dass du ein ganz kleines bisschen mehr Spiel hast. Genau. Also, meine Verpackung soll diese Praline enthalten. Wie gesagt, die braucht ungefähr 5 mal 3, ein bisschen Puffer in den Längen. Deswegen werde ich die Box insgesamt zusammengeklappt, wird sie 8 cm haben. Dann habe ich hier einfach ein bisschen Spiel auf der Länge. Und in der Breite bräuchte ich etwas, was diesen Umfang erreicht. Jetzt könnt ihr hier natürlich von der Praline oder von dem, was ihr einpackt, einmal den Umfang messen. Das sind bei mir ungefähr 14 cm. Deswegen wird mein Papierstück auch 14 cm plus eine kleine Klebelasche. Das heißt, ich schneide mir einen Streifen 14,5 mal 8 cm. So, jetzt habe ich hier mein Stück Designerpapier und das Einzige, was ich brauche, ist einen kleinen Streifen Kleber hier an dem Rand. Dazu nehme ich einfach wieder Abreißklebeband, wenn ich denn den Anfang finde. Da ist er. Achso, jetzt natürlich kurz überlegen, welche Seite möchte ich gerne außen haben. Ich nehme jetzt mal die hübsche hier mit den grünen Blättern. Ihr könntet auch hier schon eine Seite zukleben. Ich lasse das jetzt aber noch, damit ich es euch in Ruhe zeigen kann. Das heißt, das Ganze wird jetzt hier einfach zusammengeklebt. Dann habt ihr hier so eine schöne Rolle. Und jetzt drückt ihr das auf der einen Seite zusammen und auf der anderen Seite in die entgegengesetzte Richtung. Ihr könnt das jetzt einmal hier bei dem Knick zum Beispiel machen, da wo die Klebelasche ist. Das würde ich dann einfach als die Unterseite nutzen. Und dann könnt ihr hier, wenn ihr wollt, noch ein Stückchen prägen oder einfach so zusammenkleben. Ich finde es ganz hübsch, wenn man hier so eine ganz kleine geprägte Linie hat. Das heißt, ihr könnt das hier einfach natürlich vorher tun, ne? Ihr könnt das aber natürlich auch nachher noch tun. So, und dann habe ich hier sozusagen, da kommt einmal Kleber an. Und dann drücke ich die Seite gut zu. Und jetzt könnt ihr das Ganze füllen. Und
und die andere Seite in die entgegengesetzte Richtung. Ich würde euch raten, das einmal vorher vorzufalzen. Das könnt ihr jetzt hier natürlich zukleben. Dann muss es der Beschenkte aufreißen, dann ist es eben zerstört. Oder ihr könnt auch hier einfach in die Mitte, wenn ihr das so schön gefalzt habt, dann geht das nämlich relativ gut, hier in die Mitte ein oder zwei kleine Löcher machen und dann entweder mit einem Schleifchen zubinden oder ihr könnt auch hier so kleine Klammern nehmen. Jetzt will sie nicht. Ich würde euch empfehlen, das Loch vorher einmal vorzustechen mit einer spitzen Schere oder mit einem anderen Tool, was ihr habt. Und dann könnt ihr das nämlich ganz süß verschließen und der Beschenkte kann das hier einfach aufmachen und muss das Ganze nicht zerreißen und kann das zur Not auch nochmal wieder befüllen. Genau. Jetzt können wir schon ans Dekorieren gehen, denn wir sind schon soweit fertig. Ich habe mir aus dem Stanzenset schon hier diesen schönen Banner rausgestanzt. Und den möchte ich einfach hier dranhängen mit einem kleinen Schleifchen. So, und schon ist unsere kleine Verpackung fertig, unsere kleine Sour Cream Box. Ihr seht, ich habe den kleinen Anhänger hier einfach mit dem Brett fixiert. Ihr könntet hier natürlich noch einen schönen Spruch draufschreiben, danke oder einen kleinen Gruß oder ähnliches. Bei mir wird das aber in einen Adventskalender wandern, das heißt, da kommt bei mir eine kleine Zahl drauf und dann wandert das zu vielen anderen kleinen Päckchen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Vielleicht machst du es ja nach oder hast sogar mitgemacht. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen, auch über einen lieben Kommentar von dir und lass doch gern ein Abo da, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssi!